So, Leute, da sind wir wieder bei Sparks Challenge. Und zwar sind wir beim letzten Mal nochmal ein bisschen gestorben, sage ich jetzt einfach mal. Und wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen, weil die Items liegen nicht sehr lange da. Und deswegen, wir müssen uns jetzt echt ein bisschen, ne, Schipo-Schipo machen. So, weißt du Bescheid. Wir müssen hier lang. Also, wir müssen jetzt diese scheiß Schlucht da runter, unsere Items holen. Wir sind schon einmal gestorben. Und ich hoffe mal, sie sind noch nicht despawned. Oh Gott. Ja gut, vielleicht sind ja auch die Chunks noch nicht geladen. Also, pff. Ich weiß es nicht. Hier sind Villager-Zombies. Okay. Ich muss mich beeilen. Ganz schnell. So. Warte mal. Eigentlich wollte... Achso, wir gehen ja jetzt Minen. Quatsch. Ich vergesse das. Ich bin nur ein bisschen aufgeregt. Weil Items, ne? Dies, das. Ja gut, okay, meiste haben wir eigentlich auch zu Hause gesaved, aber ja, es geht ums Prinzip. Wir verlieren einfach so viel Essen. Das gibt's gar nicht. Das haben die bestimmt auch hochgedreht, extra wegen mir. Wir hätten noch schlafen können, wir sind so Vollpfosten. Mein Eisenschwert muss da unten irgendwo liegen. Und eigentlich müsste doch der Creeper alles erledigt haben, was da so rumgelaufen ist, sag ich jetzt einfach mal. Warte mal. Ja, nee. Nö. Ja, okay. Hier liegen die Items noch. Alles klar. Oh Gott. Aber unten liegen halt auch noch welche, ne? Pisst euch. So. Ganz kleiner Moment. Ich muss mich gerade mal wieder sortieren hier. Rüstung hätte man vielleicht auch machen können, aber nee, ist ja überbewertet. Da unten ist bestimmt auch was in die Lava gefallen, oder? Ach, wir gehen einfach mal runter. Ja, Wasserfall. Wasserfall hilft uns dann natürlich ein bisschen. Ah, hier ist bestimmt was in die Lava gefallen. Naja, das ist natürlich wieder suboptimal. Gold. Geil. Gold. Ohne Witz. Warte mal. Wir brauchen sowieso einen Ofen. Dafür haben wir ja Holz dabei. Jetzt habe ich wieder die Stoppuhr nicht gestellt, ne? Ich, ganz ehrlich. Oh. Aber gut, ich kann mich ja ein bisschen danach richten. Wieso bin ich so ein Vollidiot? Ich bin das einfach nicht gewöhnt. Ich überziehe einfach immer maßlos. Und jetzt, wo ich mal gezwungen bin, einfach mal ein bisschen mich an die Regeln zu halten... verkacke ich voll. Naja. So, die drei Eisen bitte. Dankeschön. Wir kümmern uns so lange mal. Was können wir denn machen? Hier. Gold geht nur mit einer Eisenspitzhacke, oder? Oh, ne, geht mit einer Steinspitzhacke, aber dauert mir zu lange. Aber wir müssen uns hier dann irgendwo durchgraben. Und müssen... Guck gerade nach dem Timer. Bei 45 Minuten müssen wir theoretisch aufhören. Ich mache aber 46. Weil eine Minute habe ich vertrödelt. Das ist so ungefähr. Das sind so ungefähre Zeiten. Wenn ich ein bisschen überziehe, bitte nehmt mir das einfach mal nicht übel. Weil ich habe gefailt. Das ist alles meine Schuld. So, pass auf hier. Eisenspitzhacke. Gold. Drei Stück? Nee, noch mehr. Okay. Ja, super. Daraus können wir ja dann schon mal ein bisschen... Oh, noch mehr, WTF. Spiel mal jetzt heute gut mit mir. Daraus machen wir dann nämlich mal, haben wir hier nämlich noch eine Kohle rein. Daraus machen wir dann, was wollte man denn daraus machen? Goldene Karotten für die Pferde, damit wir die züchten können. Schafe haben wir immer noch nicht gezüchtet, aber das liegt einfach auch daran. Warte mal, das liegt daran, dass wir hier jetzt mal zumachen. Daran liegt das, genau. Und hier mal weiter hochgehen. Gibt's hier irgendwas? Außer Wasser. Nö, eigentlich nicht so. Okay, warte mal. So, die Lava dürfte doch dann runtergehen, ne? So ein bisschen. Ein bisschen bleibt halt immer da. Das ist Lava in Minecraft. Wir lieben sie alle. Das dreht immer noch durch. Wir können gerade... Naja, können wir irgendwas machen? Ich weiß es jetzt nicht. Wir bauen hier mal was drumherum. Moment mal eben. Stein. Dankeschön. So, dann haben wir da mal was drum gebaut. Ich bräuchte ein bisschen Fackeln hier mal. Was wird schon wieder... Oder wird es jetzt hell? Wird es dunkel? Es ist dunkel. Es kann nicht dunkel werden. So, warte mal hier. Eisen. Ich sag schon so oft, warte mal. Hier gehen wir mal hoch. Warte mal. Ja. Nervt, ne? Stone Shovel.
Was ist das denn hier für ein Scheiß? Mach dich weg. Okay. Die Musik ist auch crazy, Alter. Aber geil. Na komm her. So. Was haben wir denn hier so? Nehmen wir noch ein bisschen Eisen. Aber wir müssen auf Diamantenebene dann halt, ne? Weil das ist das, wonach wir suchen. Nehmen wir noch lieber mal noch ein bisschen Kohle mit. Obwohl wir natürlich Kohle in Massen finden sollten. Aber was muss, das muss. So. Ich fühle mich übrigens ein bisschen unsicher, weil Philipp nicht dabei ist. Und Philipp ist sonst immer meine helfende Hand. Aber naja. Was sein muss, muss sein. So, wie für wie viel reicht denn das? Ja, reicht ja theoretisch, ne? Wow! Fuck it. Ich hab... Alter. Scheiße, hab ich mich gerade erschrocken. Und ich vergesse dabei auch, dass es 3:30 in der Nacht ist. Und hier noch Leute im Haus schlafen. Aber naja. Passiert, ne? So, die goldenen Karotten haben wir. Das heißt, wir essen jetzt noch ein Steak. Und graben uns jetzt hier irgendwo runter, wo kein Wasser ist. Hier so zum Beispiel. Und schmeißen hier noch ein bisschen was rein in den Ofen. Damit das Eisen noch durchschmilzt, damit wir uns dann später noch 2 Eisenspitzhacken oder so machen können. Weil, ach, wir müssen, nee. Hier, so, F3. Da haben wir ein bisschen was im Überblick hier. Swampland sind wir. Und wir müssen auf Ebene, wo sieht man denn die Ebene? Moment mal. Ich weiß es jetzt gar nicht. Ach so. Da, wir müssen auf Ebene 10 runter, oder? Na, so ungefähr. Und wir sind jetzt auf Ebene 19, 18. Zack. Und hier eine Fackel. 17. 16, 14. 13. Klar, hier kommt Erde. Oh, ich habe Erde mit einer Spitzhacke abgebaut. Oh, hier könnte es natürlich jetzt auch Lava sein. Dies, das, ne? So. Oh, das ist schon 8 jetzt. Aber gut, wenn wir hier so weitergraben, hier so, dann könnte es natürlich gut sein, dass wir Diamanten finden. Oh. Diamanten sind ja eigentlich nicht so selten. Per Strip Mining sollten wir da schon was rausbekommen. Ice Position. Ja, das ist eigentlich perfekte Höhe hier, ne? Also so theoretisch. Hier so ein bisschen Kohle. Ich hoffe, man sieht... Oh Gott, ich dachte, da ist Lava. Aber wenn man über den Redstone läuft, aktiviert er sich, ja? Das muss man im Auge behalten. Immer... Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit, haben wir noch. Man muss immer die Zeit im Auge behalten. Weil das ist ja sehr wichtig. Ich hoffe wirklich, dass wir Diamanten finden, diese Folge, ganz ehrlich. Wenn nicht, haben wir heute in dieser Folge jetzt mal einfach mal nichts geschafft. Oder ist Gold finden eine Herausforderung? Ich weiß es nicht. Naja. Wir werden es sehen. Oh, hier muss doch irgendwo Diamanten geben. Das gibt es ja gar nicht. Redstone und alles. Und die in Höhlensystem wäre natürlich auch nicht schlecht. Weil im Höhlensystem findet man natürlich Diamanten noch ein bisschen schneller als beim Strip Mining. Aber gut. Was nicht ist, ist nicht, ne? Lava, das habe ich mir doch gedacht. Wenn es schon blubbert, dann kommt auch irgendwann Lava. Dann gehen wir hier mal weiter. Es ist dunkel hier auch, ne? Ah, mit Fackeln immer mal ein bisschen. Okay, Lavasee. Diamanten, ja, geil. Wir haben es gefunden, ganz ehrlich. Wir sind die Babos. Babos. Muss ich jetzt nur genau alles zubauen. Habe ich denn genug Cobblestone? Ich habe sogar noch ein bisschen was liegen gelassen. ETF. Ach du Scheiße, ich habe hier unsere Cobblestone liegen lassen.
Wieso das denn? Ah, naja. Sammle ich gleich auf. Brauchen sowieso ein bisschen. Aber Inventar voll ist natürlich immer super. Hier kann jetzt auch irgendein Funke hochspringen und mich da reinziehen. Das wäre natürlich uncool. So, reicht das? Naja, so halb. Ich hab vergessen. Mein Inventar ist ja voll. Diamonds! Woohoo! Nur zwei? Oh, schade. Manchmal gibt es ja hier noch ein paar, aber... Nee, ich denke, das waren nur zwei. Ja, schade. Aber immerhin zwei Diamanten. Dann können wir uns... dem nächsten Diamant... Machen wir uns eine Diamantspitzhacke? Ich weiß es jetzt nicht. Ich bin mir unsicher. Aber eine Diamantspitzhacke wäre natürlich cool. Und das wäre auch der erste Schritt zu den Diamantwerkzeugen. Aber wie ihr seht, Strip Mining lohnt sich auf jeden Fall. So. Zack. Eisenspitzhacke ist jetzt auch gleich hin. Da müssen wir sowieso nach oben. Aber und oben können wir dann... bauen wir uns vielleicht noch so eine kleine Hütte. So, warte mal. Das können wir gerade mal hier lassen. Dann sammeln wir nämlich noch den Kobalt so ein bisschen auf. Ich denke, wir finden jetzt nichts mehr. Wenn die Spitzhacke gleich kaputt ist, gehen wir dann nach oben. So. Und sammeln noch ein bisschen Cobblestone ein, weil Cobblestone kann man nie genug haben. Beziehungsweise Redstone. Ja, Redstone können wir auch aufsammeln. Hier das Hühnchen weg. Die Erde weg. Achso, die Erde können wir ja direkt mitnehmen. Okay. Hier haben wir noch, na gut, egal. Haben wir das Eisen liegen lassen. Wir müssen nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Hier müssen wir da noch ein bisschen was ausbessern. Das ist aber kein Problem. Kriegen wir alles hin. Und dann bauen wir hier so eine... ja, Hütte darf man das nicht nennen, aber... ein Shelter bauen wir hier drumherum. So, pass auf. Pass auf und warte mal, sind übrigens auch die Worte des Jahres. 2013. Habe ich vergessen zu erwähnen, aber ist so. So, hier. Eisen. Holz. Und Redstone weg. Eisenspitzhacke. Da kann man die Holzachse weg. Das ist schon okay. Und hier muss das hin. Dann machen wir hier aus dem Holz noch eben eine Tür. Dann haben wir noch genau zwei Dinger. Okay. Und, ja, eine Kiste können wir jetzt gar nicht mehr machen, ne? Dann behalten wir das im Inventar. Du Mistvieh. Du Mistvieh, Alter. So, ist alles cool? Alles clean? Gut, dann beenden wir hier die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Machen wir das mal weg. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss.